Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Odenwalder Lande. Ja, ist vollbracht hier. Letzte Gemüse ist in Ladewagen. Den fahren wir eben weg. Wenn das Türchen denn dann losgeht, ne? Stellen wir beiseite. Und räumen das weg. Und dann haben wir das erledigt. Und dann gucken wir, was wir eben machen. Ob wir direkt Schweinefutter organisieren oder ob wir uns in das Getümmel der Erntung stürzen. Der Düngung. Da wird es drauf hinauslaufen, ne? Wir brauchen echt Kohle, ey. Der Kredit, der muss hier weg. Der nervt mich. Ein bisschen cool gefahren, ne? Ein bisschen cool ist gut. Ein bisschen uncool. Cool. Cool. War doch cool gefahren, wa? Gut, dass ihr nicht gelacht habt. Ja, da, guck mal, der kann hier perfekt runter. Wenn wir den nämlich hier stehen lassen. So, eben zum Händler gebrackelt. Können wir da mal eben ein bisschen Schweinefutter einladen. Und dann machen wir die Düngungsbude wieder voll. Hallöchen, meine kleine Kipperlein. Hast du mir vermisst? Ich hab dich nicht vergessen. Ich wusste, dass du hier stehst. So, jetzt bist du auch wieder bei Papa, ne? Perfekt. So, guck mal hier eben rum. Oh mein Jung. Schickifani, halt mal an. Mach mal P. P, hab ich gesagt. Dann das Schlittchen, dass man immer erst eskalieren muss, ne? Hier, Palette. 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 Schaf, Werde, Kraft, Hühner, Schweinefutter. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Muss es reichen. Die hat er bei uns schön hingestellt, ne? Schade, Handbremse drin. Es war so klar, ne? Ihr könnt ja auch mal was laufen. Wo ist denn die Bude? Seht ihr die? Ah, da! El Perfecto. Heizen wir eben hin und dann. Ihr kennt den Weg. Nee, ne? Schon wieder. Man kriegt nichts geschafft dabei, ne? Das ist echt manchmal ein bisschen nervig. Aber wir waren jung und wir brauchen die Kohlen unbedingt. Ich glaube, das muss doch hier hinten hin, ne? Da, wo wir immer so gerne hinfahren. Da, Landhandel. Landhandel. Echt Tüfte. Ja, fahren wir doch mal eben schnell hin, ne? Ja, schnell. Haben wir eigentlich schon ein Bild? Nee, ne? Oh, ey, ist ein schickes Gespann, ey. Oder? Ja, perfekt. Hast du voll die Bude, oder warte? Ich mach schon Gang rein. Keiner gesehen. So, dann lasst uns mal eben von einem Map-Ende zum anderen Map-Ende heizen, ne? In entspannter Geschwindigkeit. Muck wie das eben, ne? Ja, auch nicht so schickifani, dass von einem Map nicht immer zum anderen fahren muss.
ja dann los. Nützt nix. Ja, ist keine Abkürzung, ne? Ne, bringt nix. Du fährst ja da und dann kommst du da raus. Ne, das bringt glaube ich nix. Oh, wir haben ordentlich Schweinefutter, ey. Das ist richtig gut. Wenn die nämlich schickifeinig versorgt sind, haben wir 10 Tage Ruhe und dann können wir Kredit zurückzahlen, Kohle scheffeln und vielleicht irgendwie einen Acker organisieren oder was. Was? Das wäre richtig schickifeinig, ey. Noch so ein Flächen dazu? Aber hier ist ja noch nichts reif von unserem Gemüse. Ist ein bisschen nervig, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen, ne? Hätte ich ja doch ein bisschen... Oh, Maisflocker müssen wir noch kaufen, ne? Ganz dünnes Eis. Ich hab total vergessen. Den müssen wir gleich noch organisieren. Den dürfen wir nicht vergessen. Maisflocker. Muss an Stissel. Ganz wichtig. Kennen uns hier schon, ne? Die sehen nur so einen grünen Blitz hier immer durchs Dorf brackeln. Die wissen genau, ah, der bekloppte Sven ist da unterwegs, ne? Die wissen nicht genau Bescheid. Dann siehst du nur die Mütter, wie die ihre Kinder ins Haus zehren. Der Tor und dann lübt das hier. Weil die kennen ja hier Svennys Forstil. Ja, guck mal, selbst der Rasenmäher wird einfach stehen gelassen und drin sind sie. Das verstehe ich nicht, ne? Statt dass sie erstmal fertig Rasen mähen. Nö. Nö. Bock den nicht. Das ist echt ein verrücktes Volk hier, ne? Ich habe wieder nicht Kupplung getreten. Ich vergesse das immer wieder. Ich muss aber noch ein Stück vor, ne? So, guck mal, läuft hier. MP. Hier, da müssen wir hin. Da. Gib mich Mäusepflücker, gib mich Mäusepflücker. Checkhaken, 23% erst. Da wären wir auch bei. Sind wir noch 5-mal vorn? 4-mal. Nee. Nee, 4-mal vorn noch, ne? 4-mal. 3 sind 12, ja. 4 mal vorne, auf jeden Fall. Oh nee. Jetzt ist wieder Chlor. Kollege, ne? Also mal ganz ehrlich. Der hätte ja auch wohl mal. Der will bestimmt wieder in der Sonne oder so. Dass der sich jetzt hier so beeilt. Komme ich ja gar nicht drauf klar. Stelle merken und waschen, wa? Hat Vorteile. Mein Arbeitskollege hat sich heute auch auf den Kopf gekratzt. Da habe ich direkt den Edding aus der Tasche gezückt und wollte die Stelle anmalen, weißt du, so einkreisen, damit er dann zu Hause weiß, dass er sich da waschen muss, ne? Aber das wollte er nicht. Weiß gar nicht, warum nicht, ey. Da ist man mal zuvorkommen zu seinen Kollegen und dann... Wie versteht ihr das? Ich verstehe das nicht. Da bist du einmal nett und dann sowas.
Hammer, ne? Unkorrekt finde ich sowas. Na, hätte das Viech zu Hause gesehen, weißt du? Dann hätte den Rest hätte er ja sein lassen können. Aber da mal eben mit Wasser und Seife eben so. Wäre schon korrekt gewesen, ne? Vor allem, bis der Edding weg gewesen wäre, dann wäre die Stelle sauber gewesen. Echt? Manchmal ist das nicht einfach, wenn dann... Dann willst du einmal in deinem Leben nett sein und dann sowas, ne? Kannst vergessen, oder? Echt? Fällt mir nichts mehr zu ein. Nächstes Mal kann er sich totkratzen, ist mir doch egal. Ich hole mein Edding nicht mehr aus der Tasche und helfe ihm. Der Zug ist abgefahren. Ja. So, gib Gas hier. Wenn wir Kohlen hätten, könnten wir uns hier besser den Unimog kaufen, glaubst du das wohl? Ich glaube, das machen wir auch bald, ey. Wenn das so weitergeht. Schweinefutter haben wir erstmal einen Wagen voll. So, wir müssen eben hier bei Nachbarn über den Acker. Wir sind ja Best Friends jetzt. Ich glaube, wir kaufen den Unimog. Oder? Was führt ihr uns denn so an Ersparnissen kosten? Hallo, gib mich mal hier. Ist der hierbei? Nee, nee, nee. Dann geh hier über Menü. Mercedes-Benz ist das? Nee. Ist U wie Unimog. Boah, 19.200. Hier, nee. Kapazität 12.000 Liter. Nehmen wir mit. Nee, 300% ist viel zu laut. Nee, nee. Nee, hier mit RDK. Volle Pulle. Kaufen. Ja, Logo, brauchen wir. Weiß nicht, ob das so gut war. Egal. Elefant, der braucht auch mal Pause, ne? Voll Bock, ey. Wie gesehen, ist vorne hochgegangen. Ich glaube, das war die beste Entscheidung. Jetzt kannst du auch Schub geben hier. Ja, mit Silageaufbau. Was kommt hinter den Fendt? Was kommt hinter den Fendt? Was kommt dahinter? Wer weiß das? Wisst ihr, was hinter den Fendt kommt? Ich weiß das. Wisst ihr das auch? Wenn ja, dann bitte mal in die Kommentare. Und das lösen wir dann nächste Folge auf. Ich bin gespannt, ob es einer rausfindet. Was jetzt für ein Gerät hinter den Fendt kommt. Bin echt gespannt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ja? Also Leute, bitte in die Kommentare, was kommt jetzt hinter dem Fendt? Und ich sag dann danke fürs Zugucken bisher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Ja? Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.